Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play OMSI 2. Wir befinden uns heute auf der Karte Golcevo Version 1.1 und fahren die Linie 64 von Baki zu irgendeinem Bahnhof, soweit ich weiß. Das Ganze mit dem neuen Facelift-Update von Morphe. Das ist, ich glaube, vor ein paar Tagen erschienen und ja, ich habe mir mal den Facelift L rausgesucht, weil wir den ewig nicht gefahren sind, weil der bei mir, glaube ich, auch gar nicht funktioniert hat in der alten Version aus irgendeinem Grund. Und ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein, sehen direkt, ja, das Dashboard ist neu und starten den Karren mal. Ist jetzt, wie man unschwer erkennen kann, genau das, wie es auch im Euro 2 und Euro 3 Citaro neuerdings verbaut ist, und natürlich braucht man dementsprechend auch das Urbino Stadtbus-Paket für die Mod. So, einmal hier anmelden, es ist die 6401, genau, und dann gucken wir mal hier oben, hier haben wir nämlich auch noch was Neues. Der Fahrtenschreiber ist ein anderer, etwas modernerer, mal die Karte rein. So, ja, genau. Mustermann stimmt jetzt nicht ganz, aber passt wohl. So. Ja, kann ich jetzt... Ah, nee, genau. Das ist wie im anderen auch. Wunderbar, perfekt. So, dann gucken wir einmal in den Innenraum. Hier haben wir auch diese Lavo-Bildschirme. Auch die kennt man schon. Und ja, ich würde sagen, das war es, glaube ich, schon. Ah, nee, ja, genau. Das... Heizungspanel. Aber auch das gab es, glaube ich, schon, oder? Gab es das in der Citaro V5? Also in der V5.1? Da bin ich mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Naja, wie auch immer. Wir starten mal den Motor. Geh direkt mal hinten hin. Haben wir irgendwo... Ah. Ja, ich glaube, anderes... Ja, egal. Ja, Sounds haben sich ordentlich geändert im Innenraum. Wir werden auch gleich beim Fahren nochmal reinhören. Ich höre gerade, der, wenn man das Bremspedal tritt, dann knarzt der so ein bisschen. Ist mir auch noch nicht aufgefallen. So, Vorratsdruck zu gering. Ja, jetzt natürlich auch, weil ich gerade wie so ein Behämmerter auf dem Bremspedal rumgekloppt habe. Aber wir können trotzdem schon fahren, das ist gut. Hoppala. Ja, Sound hört man schon so ein bisschen. Wir setzen uns gleich nochmal hinten rein, wenn wir dann mal ein Stück gerade Strecke haben. So. Ja, Kollege. Ach so, der fährt wahrscheinlich gleich los, ne? Moment. Wir haben noch 20 Minuten. Das waren 10 Minuten zu wenig. Ja, wobei, wir machen mal so, da haben wir noch eine, das dürfte reichen. Ich muss direkt sagen, die Türsounds sagen mir jetzt nicht ganz so zu. Ja, ich weiß nicht. Aber ansonsten wieder ein Top-Paket. Also bis jetzt kann ich mich nicht beklagen. Das ist jetzt in dem Fall auch die Void-Version tatsächlich. Die bin ich bis jetzt noch nicht gefahren. Aber die dürfte sich wahrscheinlich im Großen und Ganzen nicht großartig anders anhören. So. Komm, ich würde sagen, 20 Sekunden sind jetzt mal egal. Huch. Das, okay, das ist mir noch nicht aufgefallen. Ist das normal? Das sieht gerade irgendwie etwas seltsam aus, finde ich tatsächlich. Aber, ja. Warum die Matrix nicht funktioniert, weiß ich tatsächlich auch nicht. Ich habe eigentlich alles installiert. Auch die Fonts und so weiter. Następny przystanek. Kaputniki, Krzyżówka. Wobei ich mir jetzt auch vorstellen könnte, dass er
eventuell mit dem polnischen Schriftzeichen Probleme hat, wobei das, meine ich, vorher nicht so war. Aber egal. Bus fährt, passt alles. Matrix ist jetzt erstmal Nebensache. So, ich bin lange nicht mehr 15 Meter Bus gefahren. Dementsprechend weiß ich nicht, wie gut das klappt. So, ich wollte ja. Ja, machen wir gleich. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen gerade Strecke vor uns. Linie dauert ja ungefähr 20 Minuten. Übrigens, für die, die es noch nicht gesehen haben, vielleicht. Transport Fever kam jetzt am Montag auch wieder. Nach langer, langer Zeit. Die Folgen hatte ich zwar schon, ich glaube, fast 4 Wochen auf der Platte rumliegen, aber noch nicht hochgeladen gehabt. Ja, hier ist doof. Na komm. Ja, Retarder haben wir auch, wobei da irgendwie der entsprechende Hebel dafür fehlt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also er funktioniert zwar, aber man sieht halt, ne? Wie man unschwer erkennen kann, wie sie sehen, sehen sie nichts. Komm, was ist das denn für eine Ampel? Also ich bin schon mal ein paar Meter Test gefahren vorhin, weil ich die Karte schon mal aufnehmen wollte, dann aber überall Kollisionen waren und ich wollte jetzt erstmal ausprobieren, ob das mittlerweile nicht mehr der Fall ist. Dem scheint tatsächlich so zu sein. Na, krótki dystans, poproszę. Genau. Wollte ich auch gerade sagen. Normal nie. Wobei, na, 2x10, dann wird der nicht normal nie wollen. Przepraszam pana, ale chciałbym kupić bilet. Ich glaube, die hier unten. Przepraszam pana, ale chciałbym kupić bilet. Ich glaube, das war der Bug mit dem Automat, dass der ab einem Preis von 10 Euro das nicht mehr richtig anzeigen kann. Naja, egal. Jeden Zaudnowy. Verstehe die halt gar nicht, ne? Könnte an meinen mangelnden Polnisch-Skills liegen. Aber die sagen nur nicht mal sowas wie normal nie oder so. Glaube ich zumindest. Oh, da. Ja. Da ist eine Ampel. Achso, jetzt können wir eigentlich. Da vorne muss ich, glaube ich, geradeaus, ne? Ja, dann können wir an der Stelle ja eigentlich gerade mal hinten reinspringen. Moment, schon mal die Sicht. Ja, dass die Stange direkt im Weg ist, ist natürlich blöd, weil ich so gar nichts mehr sehe. Aber geht halt nicht anders. Nochmal. Ja, also Sounds gefallen mir sehr gut. Wesentlich besser als vorher. Jetzt fahren wir aber wieder mal vernünftig, würde ich vorschlagen.
Was haben wir denn hier? Eine Baustelle, na super. Ja, das kann jetzt dauern. Hat der eigentlich, ich habe jetzt schon plus 1,30, den Fahrplan hat er aber schon, hoppala, Fahrplan hat er aber schon weitergeschaltet. Ja. Kaputt, Niki. Das Ding da oben gefällt mir. Das kenne ich sonst nur aus unseren ganz neuen Fahrzeugen hier in der Gegend. Meine ich zumindest. Für einen Facelift ist das, glaube ich, schon recht modern. So. Das eben war jetzt übrigens Vollgas. Wir können gleich auch nochmal reinhören, wenn man etwas zärtlicher mit dem Gaspedal umgeht. Komm, fahr. Da ist die 15. Ich dachte eigentlich, das wäre eine Tramlinie, aber dem scheint ja irgendwie offenbar nicht so zu sein. Oder ich habe da irgendwas jetzt total... Die ist aber auch so anders markiert. Keine Ahnung. Und der Gegenkurs mit dem Gelenkbus, dann war das ja wohl gar nicht so falsch, was ich hier gemacht habe. Aber ich wollte halt jetzt unbedingt, achso, Moment, wir wollten ja, wollte halt jetzt unbedingt den L zeigen. Ja, doch. Also Sounds sind wunderbar. Gefällt mir sehr gut. Ich habe ja auch momentan generell wieder ein bisschen mehr Spaß am Facelift fahren. Ich glaube, das ist jetzt wieder mal ein Update, was da nochmal eine ganze Menge ausmacht. Ich habe da ja immer so, wenn es irgendwas Gutes gibt, dann fahre ich das ja sehr, sehr häufig. Weil ich natürlich trotzdem versuche, in den Folgen ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Was demnächst auch noch kommen wird, ist Bad Karlstein mit dem O407. Das steht eigentlich schon zu 99% fest. Das dauert nur was länger, deshalb muss ich mal gucken, wann ich das aufnehme. Aber ja. Und es gab noch einen Wunsch. Ich weiß leider nicht mehr, von wem er war. Also aus dem Kopf, weil ich habe es mir jetzt auch noch nicht aufgeschrieben. Dass ich mal wieder Wien fahre. Ist eigentlich auch eine schöne Idee. Haben wir auch lange nicht gemacht. Ich finde Wien tatsächlich auch, gehört jetzt nicht so zu den interessantesten Karten, ehrlich gesagt. Aber kann man trotzdem mal wieder bringen, weil das war echt lange nicht mehr. So, jetzt bin ich dran. Ich finde, ach so. Ja, ich verstehe dich eh nicht, lass dich aber trotzdem ausreden. Bin ich nicht nett? Ich finde allerdings tatsächlich, fällt mir gerade mal auf, der Motor könnte, also der Motorsound im Innenraum, wenn man hier vorne sitzt, könnte ein Stückchen lauter sein. Nicht viel, aber ein bisschen mehr Krach macht der Facelift dann schon, finde ich. Hier andere Lackierungen, fällt mir gerade auf. So, ist das... Soll das eine Haltebucht sein? Die ist aber nicht für Gelenkbusse ausgelegt. Wobei, das kenne ich von hier auch. Also... Es gibt da Busse, da kommst du mit dem Solo gerade so rein.
Und da fahren dann trotzdem größere. Następny przystanek. Budowlana ogrody. Ich finde dieses Ding-Dong immer auf jeder polnischen Karte, das ist irgendwie, das hat total was. Das ist so bezeichnend einfach. Ich weiß nicht, warum das so ist, ob man in Polen tatsächlich nur einen Haltestellen-Gong hat, aber da weißt du sofort wieder, wo du unterwegs bist. Wobei generell muss ich sagen, die polnischen Karten haben sowieso irgendwie was. Also die sind, Stettin zum Beispiel würde ich sagen, gerade in den älteren Bereichen, wobei es da auch am Alter liegt, würde ich sagen, sind eigentlich simpel gestaltet, sage ich jetzt mal, aber trotzdem total cool zu fahren. Und hier ist natürlich gestaltungsmäßig mega, finde ich zumindest. Ist sicherlich auch noch Luft nach oben an der einen oder anderen Stelle, aber dennoch eine sehr schöne Karte. Ich weiß jetzt leider nicht mehr den Namen vom Ersteller, aber ich glaube, den kennt man ja auch schon von ein paar anderen Karten. So. Ne, wobei, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich habe da so ein paar im Kopf, aber da bin ich mir absolut nicht sicher. So, ach, ich habe noch nie Link drin. Ja, komm. Machen wir mal wieder raus. Brauchen wir hier eigentlich nicht. So, jetzt bin ich dran. Hat er nur noch nicht mitbekommen? Miramba. Miramba? Caramba. Ja, es ist... Rogarabamchichi haben wir leider nicht auf der Karte, glaube ich. Sehr schade. Ach, wir müssen links. Dann war das da vorne wahrscheinlich die 15. Würde ich doch mal fast annehmen. Hier, deshalb habe ich übrigens vermutet, dass die 15 eine Tramlinie sein könnte, weil da der Pfeil irgendwie so halb über den Schienen ist. Wobei, andererseits würde er dann keinen Sinn machen, weil du kannst mit der Straßenbahn sowieso nicht abbiegen, wie du lustig bist. Von daher ist das wahrscheinlich Quatsch. So. Nein, Omsi, danke. Ach, Miranda. Ich kenne nur Mirinda. Ach so, der Herr möchte den Fahrschein. Ja, komm, ich probier's nochmal. War sogar richtig. Ja, jetzt kommen hier nur. Ach so, hier kommen 5, 7. Ja, okay. So, du willst wahrscheinlich das da haben, nehme ich an. Guck mal, geht ja doch. Auch wenn ich die immer noch nicht verstehe. Mein Polnisch ist leider auf ein paar sehr wenige Worte begrenzt. Ja. Die Ecke liebe ich ja jetzt schon. Vor allem, weil ich jetzt so blöd hier rangefahren bin, dass ich im rechten Spiegel überhaupt nicht sehe, ob jemand kommt. Aber das sieht gut aus. Wunderbar. Aber das gefällt mir auch hier mit der Straßenbahntrasse, die hier irgendwie mehr oder weniger die ganze Zeit parallel verläuft. Ist ganz schön alles. So, du möchtest woanders hin. Ich muss auch sagen, der Facelift L fährt sich sehr angenehm für einen 15 Meter Bus.
Also das geht wirklich ganz gut. Das Einzige, wo ich schon mal so ein bisschen Probleme mit hatte bei der kurzen Testfahrt, war, dass das Heck natürlich sehr weit ausschwenkt, weil man das ja kennt. Aber ich glaube, ich werde jetzt häufiger 15 Meter Bus fahren, weil der gefällt mir. Der Setra zwar auch von LND, also der S319UL, aber ich finde, den kann man einfach nicht überall einsetzen. Das ist halt ein Überlandbus. Und damit möchte ich dann nicht in der Stadt rumfahren. Und beim Facelift ist es ziemlich egal, würde ich sagen. Beziehungsweise tendenziell eher für die Stadt. Und davon gibt es ja in OMSI mehr, würde ich mal behaupten. Als so wirklich Überlandkarten. Następnie przystanek. Goleniowska, Osiedle. Echt jetzt? Hier vorne schon? Die Haltestellenabstände sind ja ein Traum. Wobei wir sowas auch haben hier in der Gegend. Da ist einmal eine Haltestelle so 10, 15 Meter vor der Kreuzung, dann biegst du ab und 50 Meter weiter ist dann nochmal eine Haltestelle. Da frage ich mich auch, wie sowas zustande kommt manchmal, aber naja. Ach. Also, bei aller Liebe, die Hupe hätte echt nicht sein müssen. Da fand ich ja die im Citaro V5 sehr schön. Aber das klingt irgendwie wieder... So, übrigens heute tatsächlich mal im NKLG Weinrot gepaint. Mal nicht in Gelbgrün. Ich dachte mir, das haben wir jetzt so häufig gehabt. Dann nehme ich mal das andere. Mayo spielt auch OMSI. Nimmt wahrscheinlich auch auf. Würde ich jetzt mal ganz frech behaupten. Der hat nämlich, soweit ich weiß, die Karte auch installiert, als ich darauf hingewiesen habe heute. Oder hatte sie schon und ist dann irgendwie so. So wie ich unser Talent kenne, haben wir wahrscheinlich wieder genau das Gleiche aufgenommen. So, steigt mal alle ein, ich würde gerne ein Bild machen. Aber der Gelenkbus in der KI, beziehungsweise der 15-Meter-Bus jetzt hier, der hat schon durchaus seine Berechtigung, würde ich sagen. Ist ja doch gut was los. Ja, wobei, sah jetzt von draußen ein bisschen voller aus noch. Solo würde wahrscheinlich auch noch gehen, aber ein bisschen mehr Platz als unbedingt nötig ist aber auch nicht verkehrt. Wir dürften sie jetzt aber nicht mehr so weit haben. Hoppala. Nee. Sind gleich da. Warum wollten ihr jetzt für die letzten paar Meter noch mit dem Bus fahren? Das lohnt doch gar nicht. Hätte dauernd laufen können. Vor allem so viele.
Die ist jetzt so leise gewesen, die habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber die gibt viel Kohle. Dann will die bestimmt das. Oder das. Oder das. Aber das kann nicht sein. Dann hätte die mir nicht mehr als... Das war's. Ja, eben, das meinte ich, ne? Also der... Das ist ein bisschen buggy an dem Drucker. Wenn die Preise bei über 10 Euro oder was auch immer liegen, dann zeigt er den Preis nicht mehr richtig an. Ja, beruhig dich. Entspann dich mal. Nein. Für 7 Euro. Ja. Proszę pana, ale pan mi wydał za dużo reszty. Achso, der. Ach. Dobra, dzięki. Ja, genau. Finde ich aber schön, dass tatsächlich auch Polnisch gesprochen wird auf der polnischen Karte. Ja, ich habe gar nicht Vorfahrt, ich fahre trotzdem. Danke. Keiner da zum Glück. Ja gut, die Automodelle, also da hätte man schönere Static Vehicles hinstellen können. Die sehen jetzt nicht so wunderprächtig aus, ehrlich gesagt. Spart natürlich mit Sicherheit ein paar Frames, diese eckigen Kästen, aber sieht einfach nicht doll aus, ne? Vor allem, weil sie halt, also wenn die ein Stückchen weiter wegstehen, super, aber man fährt halt doch mit einem Abstand von vielleicht 5 Metern dran vorbei. Da finde ich die dann doch ein bisschen zu undetailliert dafür. So, wo muss ich denn... Also hier steht 64 drüber. Ich nehme mal an, das hier ist zum Aussteigen. Sieht gut aus. Zumindest die Fahrplanauswertung bekomme ich. Hier ist dann wohl so eine Art Pausenplatz. Da fahren wir jetzt aber... Ah, warte mal. Ah, nee, da... Da geht es einfach wieder raus. Warum? Einfacher wäre es jetzt gewesen, man fährt einfach hier wieder lang. Aber darf man nicht. Aus Gründen. Nur gut. Also das war's. Das war's für die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Und ich denke, den Facelift werden wir ein bisschen häufiger sehen. In nächster Zeit zumindest. Weil der gefällt mir. Ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bis dann. Tschüss.